Vor der Babyklappe eines Krankenhauses im deutschen Hannover ist Anfang Jänner ein erfrorener Säugling gefunden worden. Rechtsmediziner vermuten, dass das Kind möglicherweise von der Mutter dort abgelegt wurde, weil sie die Babyklappe nicht aufbekommen hat. Wir haben bei Dr. Gerald Fleisch von der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft in Feldkirch nachgefragt, ob das möglich ist. Wir haben uns natürlich sehr genau diesen Fall in Hannover angesehen, weil wir natürlich hier in Vorarlberg eine funktionstüchtige Babyklappe installieren wollen und auch werden. Unserem Kenntnisstand zufolge ist der Sachverhalt in Hannover noch nicht zur Gänze aufgeklärt. Was wir für uns sagen können, ist, dass die Babyklappe selbstverständlich funktionstüchtig sein wird und sein muss und für eine in Not geratene Mutter natürlich in Betrieb genommen werden muss und das wird auch ständig überprüft werden. Außerdem seien Babyklappen auch ausreichend beschildert und erklärt. Das sollte sehr klar sein, wenn man zum Gebäude hinkommt, dass man sieht, wo ist diese Babyklappe. Die wird hier in Vorarlberg Ende Jänner installiert werden und wir werden uns also vor Ort auch dann wirklich Kenntnis davon schaffen, dass es für jeden einsichtig und einsehbar ist. Das Wichtigste bei Babyklappen ist laut Gerald Fleisch, dass sie einfach zu bedienen sind. Die Babyklappe soll vorerst einfach einer in Not geratenen Mutter die Möglichkeit geben, in dieser Notsituation handeln zu können und gilt zum Schutz von Mutter und Kind. Das ist schon mal vorab ganz wichtig. Das heißt, es sollte ein ganz einfacher Mechanismus sein, Klappmechanismus, mit dem man das Fenster öffnet und dann ist hier eine Wiege unübersehbar temperiert, da kann das Baby hineingelegt werden, es wird sofort ein Alarm ausgelöst, dass auch sofort entsprechendes Personal sich des Kindes annehmen kann. Dabei muss die betroffene Mutter keine Angst haben, dass sie dabei möglicherweise mit einer Kamera gefilmt wird. Das wird nicht gefilmt, also die Mutter bleibt anonym, aber es wird zum Beispiel in dieser Babyklappe ein Kuvert geben, das die Mutter mitnehmen kann, wo sie voll informiert wird darüber, wie sie sich verhalten kann, je nachdem, wie sich ihre auch psychische Situation ändert. Also die Anonymität bleibt gewahrt, aber die Mutter hat die Möglichkeit, diese Anonymität aufzugeben.